Fertighäuser, die werden immer beliebter. Der Marktanteil, der steigt von Jahr zu Jahr. Und wer sich mit dem Thema befasst, der trifft auch immer wieder auf den Begriff Aktionshäuser. Wir wollten wissen, was ist der Unterschied zwischen einem Fertighaus und einem Aktionshaus und wie viele Gestaltungsmöglichkeiten habe ich da überhaupt? Schnell gebaut und günstig im Preis. Häuser in Fertigbauweise boomen. Im Jahr 2000 betrug die bundesweite Fertigbauquote nur 13,5%. Diese stieg in diesem Jahr auf einen Höchstwert von über 20% an. Das bedeutet, jedes fünfte Haus ist mittlerweile ein Fertighaus. Wir wollen wissen, was Häuslebauer an Fertighäusern fasziniert und was ist bitte ein Aktionshaus? Das lassen wir uns von einer Familie in Ehingen erklären, die sich vor 4 Jahren ein Aktionshaus gekauft hat. Beim Aktionshaus ist es so, dass der Grundriss vorgegeben ist. Das heißt, man hat die Wände vorgegeben und die Räume vorgegeben. An denen kann man selber nicht mehr viel ändern. Aber der Preis ist einfach entscheidend. Ein Aktionshaus ist um einiges günstiger, weil man eben gerade diese Wände nicht planen kann und das vom Werk aus fertig produziert werden kann. Spiegeln kann man auf jeden Fall. Und was man auch machen kann, ist am Kniestock ändern. Also oft ist es ja so, dass in den Baugebieten eine Kniestockhöhe vorgegeben ist. Und das war bei uns eben auch der Fall. Und da ist dann Schwörer wirklich flexibel. Doch auch in der Basisvariante sind viele Extras möglich. Denn wer sich für vorausgewählte Details entscheidet, kann einiges sparen. Das Besondere beim Aktionshaus ist die Edition Extra. Das heißt, da geht es um die Ausstattung von dem Haus selber. Also man kann zum Beispiel zwischen 5, 6 Waschbecken auswählen, 2, 3 Badewannen, 2, 3 Türgriffen. Und im Endeffekt waren wir froh, dass es so war. Man ist als Häuslebauer am Anfang total überfordert, wenn man aus so einem riesen Pulk an Sachen auswählen soll. Man muss ja sogar die Steckdosen auswählen, die Lichtschalter auswählen. Und wir waren wirklich froh, dass wir dann oft eine kleinere Auswahl haben. Eine kleinere Auswahl erleichtert Entscheidungen beim Ausstattungspaket. Auch bei der Haustechnik gibt es Pakete. Hier wurde die Frischluftheizung ergänzt mit einer Thermosolaranlage und einem Kaminofen mit Wassertaschentechnik. Was auch super war bei dem Aktionshaus, dass man technisch überhaupt keine Abstriche machen musste. Das heißt, wir haben eine moderne Lüftungsanlage mit Wärmepumpe. Und was wir auch machen konnten, wir konnten den Ofen einbauen. Wir wollten immer gerne einen Kamin haben und mit einem richtigen Holzofen. Und was auch ganz toll ist, das ist ein besonderer Ofen. Da geht nur 30% der Wärme wirklich in den Raum, was für ein warmes oder gut isoliertes Fertighaus perfekt ist, weil es sonst viel zu warm werden würde. Und 70% geht ins Wasser, das heißt, wir können auch das Wasser damit warm machen. Und das konnten wir auch haben, obwohl es ein Aktionshaus ist. Die vordefinierten Ausstattungsgegenstände von Markenherstellern wie zum Beispiel Waschbecken, Duschen oder Fliesen werden vom Fertighaushersteller zu günstigen Konditionen eingekauft und angeboten. Doch es gibt noch mehr Sparpotenzial. Hier sehen wir das Aktionshaus, 143 Quadratmeter. Bei dem Aktionshaus haben wir die Dachvorsprünge etwas verkürzt auf 50 cm, sonst sind wir 95 cm. Somit kann sich die Bauherrin oder die Bauherren auch mal eine Solaranlage oder einen Kamin leisten oder vielleicht mal ein paar mehr bodentiefe Fenster. Und somit hat jeder seine individuellen Schwerpunkte, kann er doch besser einsetzen durch dieses Sparpotenzial. Angesichts teurer Grundstückspreise und Baunebenkosten müssen Baufamilien auf ihr Budget achten. Deshalb ist beim Aktionshaus vor allem der Fixpreis interessant. Wir haben auf jeden Fall den Trend erkannt, dass der Boom zu den Aktionshäusern immer mehr zunimmt. Mittlerweile jedes sechste Aktionshaus oder jedes sechste gebaute Haus ist ein Aktionshaus. Und die Leute wollen einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wollen auf Qualität nicht verzichten und daher, denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg und die Aktionshäuser werden sehr gut angenommen. Sie können aus 7 verschiedenen Aktionshäusern auswählen. Wir haben 2 Bungalows, haben 5 verschiedene Einfamilienhäuser und das kann man immer wählen, entweder Bodenplatte oder dann auch mit Keller, je nachdem, wie der Kundenwunsch ist, wie das Grundstück, die Ansprüche sind. Die Bungalows beginnen bei 187.000 Euro. Das Einfamilienhaus mit 120 Quadratmeter, da liegen wir dann bei 208.000 Euro, immer bezugsfertig. Familie Paul Eckler hat sich für einen familienfreundlichen Grundriss entschieden, kaum Extrawünsche eingebaut und konnte sich somit für ein preisgünstiges Budget ihren Traum vom Eigenheim erfüllen. Dass ein Aktionshaus aber auch wandelbar ist, zeigt Familie Stark. Als wir uns mit dem Thema Eigenheim befasst haben, da wurden wir schon inspiriert durch das schöne Wohnhaus von Schwörer, das wir in einer Zeitschrift entdeckt hatten.
Ja, das hat uns außerordentlich gut gefallen, weil einfach die Klarheit der Formen bei diesem Haus, das sah einfach toll aus. Irgendwie hatten wir von Schwörer wieder Abstand genommen, weil wir dachten, das können wir uns nicht leisten. Meine Frau ist dann noch mal rein in das Haus von Schwörer, in das Ausstellungshaus und hat da Prospekte mitgebracht. Und dann waren wir ganz überrascht, als wir von dem Aktionsprogramm erfahren haben. In beiden Aktionshäusern konnten die Familien aus einem vorgewählten Sortiment Grundrisse, Fenster, sanitäre Anlagen, Fliesen oder Griffe auswählen und dabei sparen. Wir haben dann uns die Grundrisse von diesen Aktionshäusern angeguckt und haben festgestellt, also eines der Häuser, das ist wirklich genau das, was wir brauchen. Da ist im Erdgeschoss ein Spielzimmer, da ist ein großer Wohn-Essraum, der auch für Familienfeste toll geeignet ist. Im Obergeschoss haben wir wirklich auch genügend Platz für Kinderzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, sodass eigentlich ziemlich schnell klar war, der Grundriss ist prima. Wir brauchen da nichts individuell Geplantes, das ist super genau so, wie es ist. Wir haben eine Frischluftheizung der Firma Schwörer mit kontrollierter Be- und Entlüftung. Und das in Kombination mit unserer PV-Anlage auf dem Dach spart uns das einfach auch eine Menge Heizkosten. Genau, und ist einfach so gestaltet, dass wir theoretisch die Fenster auch gar nicht öffnen müssen, weil die Luft komplett ausgetauscht wird. Wenn es im Winter ganz, ganz kalt ist, dann schalten wir unseren Holzofen mit dazu, und um einfach eine ganz gemütliche Wärme hier zu haben. Und da ist die Lüftungsanlage natürlich hervorragend, weil sie die Luft, die warme Luft im ganzen Haus verteilt. Der Balkon hat uns ein bisschen vor eine Herausforderung gestellt, weil wir so dachten, wenn wir ein Haus bauen und da ist im Erdgeschoss ein Erker und das hört dann so unvermittelt auf und wir wollen oben einen Balkon haben, dann müssen wir eine Dachgaube haben, um da irgendwie rauszukommen. Und dann hätte das von seitlich betrachtet, hätte das so eine getreppte Form gegeben, was nicht so schön gewesen wäre. Und dann hatten wir den Gedanken, dass es doch toll wäre, mit Luftbalken praktisch den Balkon in diesen Baukörper zu integrieren. Das ist wirklich wie so ein gesamtweißer Kubus wird, der sich in dieses dunkle Satteldachhaus hineinschiebt. Das hat uns ziemlich gut gefallen, diese Idee. Aktionshäuser überzeugen also vor allem durch den Preis und die Qualität. So können junge Bauherren sich innerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten den Traum vom eigenen Heim verwirklichen und sich dennoch ein individuelles Plus gönnen. Hey liebe YouTuber, hat euch der Inhalt von unserem Beitrag gefallen? Dann lasst uns bitte ein Gefällt mir da und abonniert unseren Kanal und auch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer mit, wenn es etwas Neues gibt. Viel Spaß!